Leute, herzlich willkommen auf der Stumble Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. Und ja, wir sind ja immer noch hier in diesem Dojo und sollen Kung Fu lernen. Und ja, das machen wir doch jetzt. Wir müssen aber erstmal hier diese komischen Dingen sammeln. Um überhaupt hier irgendwas zu melden. So. Ich weiß auch absolut nicht, wo ich jetzt hier gehen muss. So, auf jeden Fall zerstören wir natürlich wieder alles. Ist doch klar. So. Oh ja, Schildkrötenkampfsport ist etwas einfacher als der normale Kampfsport. Okay. Warum bin ich jetzt schon wieder hier unten? So, dann müssen wir halt einfach mal wieder hier hoch. Okay. Also wir sollen auf jeden Fall Kung Fu lernen. Und wir brauchen auf jeden Fall Steine für diesen komischen Drachen da. Schaut euch einfach die letzte Folge an, dann wisst ihr, worüber ich rede. Oder ihr habt das Spiel selbst gespielt, kann das sein. Schön langsam. Zack. Ruhe bewahren. Boah, Junge. So, wir machen jetzt hier natürlich erstmal alles kaputt. So, wir sollen da irgendwie rein. Okay, hier ist irgendwas zum Bauen. Wurden dann alle Hüte gestohlen? Moment, das sind hölzerne Kung-Fu-Dummies für das Training. Hutständer. Mann, bin ich blöd. Okay. Ah, man muss jetzt hier überall, glaube ich, mit den Dingen alles kaputt machen oder so, glaube ich. So, sehen wir ja jetzt. Okay. Schön langsam. Puh, das war knapp. Die Fackel reichte gerade mal lang genug, um hierher zu gelangen. Okay. Ruhe bewahren. Zack. Jetzt kriege ich das nächste hier. Nicht so schnell. Wie teuer ist das denn eigentlich? Ah, 40.000. Okay. So, jetzt kann ich auch einfach hier hoch. Schön langsam. So. Eine brauche ich jetzt noch. Das ist die letzte. Batz. Okay. Aber irgendwas gab es da noch, habe ich gesehen. Ja, Ziel erreicht. Aber irgendwas ist da noch oben. Habt ihr noch den Pfeil gesehen, oder? Mal gucken, was da jetzt ist. Wir müssen mal nach oben gehen und einmal kicken. Zack. Nicht so schnell. Hier. Aha. Sobald ich hier raus bin, gehe ich mich bei den Herstellern dieser Fackeln beschweren. Die halten gerade mal 10 Sekunden. Langsam. Ist ja wirklich so. Okay, bauen wir mal diesen Drachen. Let's go. Bauen wir den. Drache!
eine Skulptur. Die arme Skulptur, die ist jetzt wieder weg. Und ich dachte schon, Dambis Atem wäre schlecht. So. Jetzt gehen wir mal rein hier. Let's go. Von den Typen sieht keiner wie ein Barry aus. Muss man hier etwa ein Glöckchen läuten? Sagen wir schon. Okay. Dann sammeln wir natürlich hier auch einmal wieder alles ein. So. Zack. Zack. So, schön hier alles einsammeln erstmal. Dass wir hier auf 100 Dingens kommen. Ja, irgendwas gibt's da, aber mache ich jetzt noch nicht. So. Wie ich einfach hier alles zerstöre. Psst. Junge. Ich erreiche einfach kein seelisches Gleichgewicht. Und? Kannst du mir sagen, wie das so ist? Falls mal ein Test kommt. Der eigentliche Test ist die Reise durchs Leben und über die Wellen, die deine Taten hervorrufen. Oh. Okay. Also ein grün-gelbes Lila auf einem Emotionsring. So. Ein Gong. Sogar besser als ein Glöckchen. Das tat weh. Ich bin hier, um hör dir mal das an. Willkommen bei Lerne Kung Fu im Schlaf. Entspann dich. Du bist jetzt vollkommen entspannt. Ende. Ich kann Kung Fu. Zeichen her. Und Klempner? K.O. Vielleicht sollte ich dich gegen ein paar meiner Schüler antreten lassen. Gehe in dich, ruf dein wahres Potenzial ab und triumphiere so über deine Gegner. Was auch geht, du wirfst sie einfach auf die Matte. Mal sehen, was du drauf hast, Chase. Nicht schlecht. Legen wir mal nach. Oh, wei, wei. Ihr fällt mir schon besser. Oh, das merkt er morgen noch. Da hast du ja einen kurzen Prozess gemacht. Aber diesmal wird es schwieriger. Mhm. Stell dir vor, du entlüftest eine Heizung. Und jetzt wende das auf deinen Geist an. Jawohl! Oh, Junge, komm, komm. Komm schon. Bam. Okay, das ist ein bisschen... Lass die Bewegungen fließen, wie das Wasser durch die Kupferrohre deiner Entschlossenheit. Autsch. Naja, die Risiken waren in mir von vornherein klar, ne?
Bedenke, eine 10.000 Meilen lange Reise beginnt mit einem einzigen, Anruf beim Reisebüro. Junge. Wenn im Wald ein Baum auf dich fällt, schmerzt das dann? Und wie? Höllisch. Das tut echt höllisch weh. Das hat weh getan. Hoffe, du bist gut im Armdrücken. Ah, jetzt gibt's Armdrücken, okay. Beim Kampf muss dein Geist entspannt sein. Entspannt. Du hast den Herd angelassen? Da ist Elektro. Entspannt. Das sieht morgen schlimm aus. Nicht schlecht. Du kennst aber keine Gnade. Autsch! Wirf sie mal gegeneinander. Gegeneinander? Autsch! Das hab ja sogar ich gespürt. Das hab ja sogar ich gespürt. Dein Körper muss in Topform sein, wie ein regelmäßig gewarteter Heizungskessel. Komm schon, noch ein! Let's go. Dein Geist muss frei sein. So frei wie ein Zentralheizungssystem ohne Luftblasen. Langsam hast du den Dreh raus. Ja, wirf noch einen. Du wirst sehen, die braunen Gegner sind eine Spur härter. Okay. Ich kenne einen Typen, der Kung Fu lernte, weil er Probleme beim Zaunstreichen und Autopolieren hatte. Hat ihm echt geholfen. Let's go. Deine Augen sollen nicht schmal sein wie Lüftungsschlitze. Nur noch eine Runde, Chase. Ja, wirf noch einen Schüler. Keine Angst, das macht dir nichts. Bam. Gut geschlagen. Nimm diesen Gürtel als Zeichen deiner Stärke. Das kann ich nicht annehmen, Barry. Wieso? Oh, hoppla. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Somebody show me. Get in the ride slow. You know I'm going back at the club, girl. Your feelings are show.